Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier der Karte von Thüringen, Version 3.1.01. Ja, aufräumen bin ich jetzt dabei. Hab schon einige Geräte aufgeräumt. Jetzt noch einen letzten Zettel und später die Ballen, die Schwatter und die Ballenpresse. Schwierige Wut. Finale können noch ein paar rein. Ja, genau. Weil die meisten Ballenpressiger hier vor Ort im Pferdegras, und da wäre ja Blödsinn, ob wir den Hof frei fahren würden und wieder zurück. Da ist hier oben Klee und Luzerne. Das muss ja nicht gezettert werden, ne? Von daher können die hier stehen bleiben. Tornmäßig, da wird aber schwierig eng. Da wird es eng. Hier ist so eine Halle. Ach, da ist der Milchtank drin. Was war hier drin? Hier sind die Milchtanks. Und wir kommen da rein. Hier. Ja, noch richtig Platz, ne? Ja, aber die Schwatter kommen noch nicht rein. Das ist ja vom Rangieren her sich ziemlich aufwendig. Aber Gerätschaften oder Maschinen, Traktoren und so, die können wir da schon reinstellen. Ich will mal nächste Woche probieren, Spielaufnahme vom Spielrechner. Das ging ja früher auch. Ich habe es ja nur mal umgestellt gehabt, über Elgato, Zweitrechner, wegen 7DSOD. Würde mir gut Deutsch Geld sparen, ne? Wegen Strom. Der Zerven nicht so die zurzeit eher nicht, mache ich so nicht. Es kommen wieder einige Updates, aber wie gesagt, da war ja die Nachfrage relativ gering, in Anführungszeichen. Klar, wer LS mag, muss nicht zwangsläufig Zerven nicht so die mögen, ne? Aber ist halt so, ne? Ist okay. Wenn man Lust und Laune habt, dann würde ich das auch wieder mal machen. Aber aktuell nur nebenbei ein bisschen. Aber ich schaff's im Grunde auch gar nicht. Also weil ich ja jetzt neuerdings mit meinen Neffen zusammenspiele am Wochenende, da geht auch viel Zeit drauf und dann brauchst du so eine Sache nicht anfangen, ne? Sonst früher habe ich es anders gemacht. Früher habe ich ja die Folgen auch noch Samstag aufgenommen. Mache ich ja heute nicht mehr, das war ich in der Woche. Wie heute am Freitag. Super. Das wäre normal eben total Schaden, ne? Da müssen wir mal sehen, dass wir die. Aber wie gesagt, bei so einem Wetter wie Regen jetzt aktuell, das ist ja, für das 9 Uhr Regen kommen sollte, hat ganz nachgeregnet. Und naja. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass wir im Prinzip ja, kein Geld nur ausgegeben, ne? BGH, ja. Das war nur Mist und Gülle, ne? Ja, hier auf Verkauf.
Das ist ein K2. 340. Und 2-3. Ich muss mal irgendwie sehen, über Outdrive, ob man noch einen automatischen Grundstück kann zum Parken. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, aber ich muss im Prinzip einfahren und hinstellen, ne? Lassen. Ja, und das ist halt hier sehr eng. Das ist dann macht das schwierig. Da könnte ich da eine Halle reinfahren, ne? Ja, was man machen. Mal so, ne? Ich wäre auch ein Kandidat für Abfahrer für Getreide, ne? So sauber kann man sehen. So, C. Machen wir es so. Schieben wir eine Ecke rein. Dann können wir hier einige, zwei, drei reinstellen. Ne? Ich meine, dass sie in der Halle stehen, ist nicht zwingend notwendig. Aber. Macht ja Sinn, ne? Irgendwo unterbringen, ne? Bauer Hannes sagt, deine Maschinen brauchen keine Halle. Gerätschaften sind für draußen ausgelegt. Die würden eher kaputt gehen durch Witterung nicht, aber durch andere Sachen halt, ne? Durch Verschleiß. Also durch Wetter eher weniger. Einer fragt das Landwirt MV. Die würde ich langfristig sogar vielleicht verkaufen. Mal sehen, weil die bei dem anderen Bot nicht mehr klarkommen. Große Zeit aktuell ist das eh. Die kommen. 5-3 oder ich meine. Ne? Alt. 0. Tankstellenhof 1. Nein. Da sind die Ballpressen, waren die im Prinzip sowieso da. Und da oben sind Wiesen, die brauche ich dann sowieso wieder. Gewitter. So. Standard. Habe den Kurs gespeichert. Letzte Mal habe ich geguckt, oh alles. Ich finde da keinen Weg dahin. Hier ein Ding, ne? Oder mehr. Verdickerballenpresse. Den schicken wir da auch hin. Für die Wiesen geht's. Aber hier zum Mähen, da muss man ein Gerät mehr haben. Das ist einer zu wenig. Löschen. Obwohl. Winzer, ja. Ja, Wein können wir auch herstellen hier. Ja, Hof 1, ja. Oh, das ist gefährlich. Weil sie genau auch dahin fährt. Nicht, aber die ganzen Ballen durcheinander bringt hier. Das kann passieren.
Wenn er da reinfahren würde, da kennt er nichts. Also da kennen die keine Probleme, da, also keine Freunde. Da fahren die rein. Wurscht. So können wir das aufräumen, ne? So. Aber eine Presse, wo ist die überhaupt? Die Pöttinger Presse. So. Nächste. Ja, aber noch einige Umrüsse auf Breitreifen und dann können sie dann auch wieder Dings fahren, ne? Treide. Da oben ist ja ein Fahrzeug, was um Wege steht, ne? Das ist wie nicht daran gedacht. Muss ich gleich mal erledigen. Ganz gut, muss ich mal ehrlich sagen. Vorne irgendwo was gewesen. Der ist ja hier irgendwo festgefahren. Das ist eine pöttige Presse. Wo ist die zweite Glaspresse? Wie gesagt, wenn man nicht aufräumt, dann hat man Probleme, ne? Kabel auch tief aktuell, ne? So. Wird irgendwo sein. Wo genau? Weiß ich nicht. Ob der da reinpasst in der Halle? Von der Reifenbreite auch nicht jetzt her. Blocking Mist, also wir, ach so, ja genau, das ist ja der Fahrzeug. Oder passt durch. Und gleich rechts rüber. Bin aber auch müde. Aber ich hab's gleich geschafft. Aber eine normale Folge halt. Denn ich wäre morgen genauso müde zu der Zeit, also. Beziehungsweise fahren wir das. Aber ich habe mir fest vorgenommen, zu festen Zeiten eine Folge zu veröffentlichen. Und das ziehe ich auch durch. Ich weiß, dass es viele Fans gibt. Klick gerade bei irgendeinem Thüringer ist ziemlich hoch. Bei einigen Folgen. Warum, weshalb, weiß ich auch nicht, aber ist halt so. Und da werde ich auch nicht, also ich möchte keine Karte missen, ne? Sag mal so. Ich muss dazu sagen, ich habe früher ja auch viel RS gespielt, aber ich habe selten so lange durchgehalten an einer Karte. Also, Season ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre aktiv, seit den 17er, glaube ich. Oder 15 sogar, weiß ich gar nicht jetzt genau. Ich glaube 15 war das erste Mal, glaube ich, oder 17. Ich glaube 17, da kam er erst mal raus. Also weiß ich nicht genau. Kann auch sein, schon 15er kam. Aber jeweils dadurch macht es richtig Spaß, ne? Realismus im Spiel ist für mich besonders wichtig. Aber nicht übertreiben, ne? Wer es nicht mag, ja gut, da kannst du ja aktuell abstellen oder gar nichts aufnehmen, ne, als Mod. Was denn später kommt, ich hoffe ja insgeheim, dass es ja
so was wie Cesium im LS, der fix drauf ist, ob nun zu deaktivieren geht oder ob oder nicht. Pass ich nicht durch, bin zu fett. Ich nicht, Traktor. Ich möchte sie alle mehr oder weniger auf einen Fleck haben, dass ich nicht lange suchen muss nachher, ne? Darum geht's ja. Später brauche ich sie so alle nachher. Einige bei der Ernte habe ich schon Feld Nummer 10 vorbereitet. Das heißt, da sind schon Drescher, zwei Stück, aber ist noch nicht, lange nicht reif, ne? Das machen wir zusammen. Ist ja vom Reifegrad noch sehr weit weg. Hatte man neulich aber nur als Lückenfüller gehabt, ne? So, für Feld 37 muss ich auch noch einen hinschicken, Drescher. Aber nicht heute. So, mal gucken. Hier haben wir noch ein, zwei, aber leere Anhänger. Ne? Da könnten wir Traktoren ja nehmen. Ne? Der Regen noch lange anhält. Und es. Ja. Na, er meldet jetzt ja trocken, ne? Ja, dann mal warm. Kühe? Ja, Stroh ist, habe ich zurzeit nicht. Hier meine männlichen Tiere. Da muss man schauen, nächstes Mal, dass ich da die männlichen Tiere rauskriege. Einige bei. Viele weibliche Tiere, also Jungtiere im Prinzip, die will ich behalten. Und später will ich dann die älteren Tiere, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, aussortieren. Find da keine, meine Tiere sind. Ja, gut, macht nichts. Aber zwei waren, glaube ich, bei. Ja, Blocking ist gut. Beim nächsten Mal und beim Starten sind die ja eh alle in der Glocke. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Ja, danke fürs fleißig kommentieren. Grüße gehen raus. Dann seid mal tschüss. Und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter mit den restlichen Fahrzeugen wegräumen. Also die Hexer noch wegräumen. Zwei sind noch, einer am Feld, einer in der Straße. Zwei Anhänger müssen noch zum Hof, das sind ja die zum Sammeln. Die kommen wieder Hof 3. Ja, dann geht es hier weiter, ne? Gedüngt ist ja. Braucht man der Regen mal aufhört. Muss ja irgendwo mal aufhören, ne? Irgendwann ist Schluss, ne? Lustig hier im Regen. Oder kriegen wir Hochwasser, so wie jetzt hier. Habe ich heute so einen kleinen Bach gesehen, ne? Die war wirklich klein, voll Wasser. Vor zwei Jahren, da war da noch ein Rinnseil, ne? So von Trockenheit und Dürre, ne? Und jetzt war richtig, also wirklich bis zum Anschlag voll, ne? So, jetzt aber tschüss und tschau. Und nochmal ein dickes Dankeschön, schon fleißig reinkommen. Tschüss.